Ihr wisst, ich habe da eine laufende Kooperation und das wird jetzt das vorletzte Video dazu sein. Es gibt aktuell den neuen Royal Pass, das ist Season 18. Anders als in Call of Duty kriegen die von Tencent es hin, dort aktuelle Themen aufzugreifen. Der neue Season Pass, den wir jetzt wieder neu bei PUBG Mobile haben, dreht sich hauptsächlich um das Thema Cyberpunk. Cyberpunk wäre so ein tolles Spiel gewesen, hätte ich es auf der PlayStation 4 spielen können. Konnte ich leider nicht. Mein Hype für dieses Game war ähnlich groß, wie es das aktuell ist, für neue Games, wie zum Beispiel GTA 6. Oder ich freue mich auch auf das Warzone Mobile Game, weil es vielleicht mal nicht so schwitzig ist. Auf Mobile Games habe ich mit PUBG in den letzten Wochen eins festgestellt. Ihr spielt nicht annähernd gegen solche schlimmen Leute wie mit einer Maus, mit einer Tastatur, mit einem Controller. Das heißt, ihr könnt euch, wenn ihr Bock auf Cyberpunk habt, gerne unten im Download-Link einmal PUBG Mobile runterladen. Es ist kostenfrei. Ihr könnt den Royal Pass auch ganz normal freischalten. Das ist komplett eure eigene Entscheidung, wie ihr das machen wollt. Ich persönlich finde einige Sachen davon ziemlich interessant. Man muss immer dazu bedenken, es ist ein Mobile Game. Das heißt, ihr braucht keine 1080x60 oder keine 4K 120 FPS Auflösung auf einem 34 Zoll BenQ Monitor erwarten. Mobile Games sind nicht dafür da, dass sie grafisch neue Schritte machen. Mobile Games sind für mich seit Wochen, Monaten mittlerweile dafür da, um mich zwischendurch in der Zeit, die ich zwischendurch habe, irgendwie zu unterhalten, weil es manchmal eben passt. Ich bin am Bus, ich bin an der Bahn, ich warte auf jemanden. Ich fahre bei irgendeinem mit, ich muss irgendwo hin. Es ist immer cool, irgendwie einen kleinen Begleiter zu haben, der einen ein bisschen Spaß dabei verbringt. Das heißt, ich persönlich kann euch nur empfehlen, PUBG Mobile macht mir persönlich sehr viel Spaß. Ich kann euch nur empfehlen, probiert es gerne mit der neuen Season einmal aus. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wenn es nichts für euch ist, schmeißt es wieder vom Handy, es ist eure freie Entscheidung. Moin Freunde, die Diskussion um Call of Duty und all die Fehler und all die Probleme, die wir hier seit Monaten und Wochen und Tagen und Jahren eigentlich haben, nehmen einfach nicht ab. Und einer der meistgeschriebenen Kommentare in jedem Video von jedem COD-YouTuber, der sich darüber aufregt, der über die Missstände aufklärt und diese Themen anspricht, ist der folgende Satz: Ihr Spieler seid doch selber schuld, wegen euch sind die Games so schlecht. Was? Was? Ich bin schuld, wenn ich eine Franchise unterstütze, die ich über Jahre geliebt habe. Ich bin schuld daran und meine Buddies rechts, links, oben, unten sind auch alle schuld daran. Was ist das denn für ein Scheiß? Dann denkt man kurz ein bisschen drüber nach. Shappy ist ja mittlerweile 30, bin ja nicht mehr der Jüngste. Ich explodiere nicht mehr in jeder Sekunde, sondern nur alle 2-3 Sekunden, wenn ich sowas lese. Und hab drüber nachgedacht, ob da irgendwas wirklich dran wahr ist. Und ich möchte das Thema heute gerne einmal aufklären. Damit ist nicht gemeint, dass wenn jetzt das neue COD rauskommt und ich es mir für 70 Euro im PlayStation oder Sony Store runterlade und das Game dann schlecht ist, wenn es runtergeladen ist, dass es meine Schuld ist. Ich habe das Game nicht gemacht, ich bin kein Spieleentwickler, ich habe das nicht gelernt. Mein Beruf ist etwas anderes. Diese Leute verdienen mehrere Milliarden Euro und Dollar jedes Jahr, um solche Spiele zu machen, um die Community damit zu erfreuen. Und was hinter dieser ganzen Aussage steckt, ist im Prinzip die folgende. Und das muss man wirklich sich so kurz einmal in den Kopf rufen. Wir geben für die Games das Geld aus. Wir geben für die Sachen im Shop das Geld aus. Ob da Waffenbundles sind, ob das Charaktere sind. Früher waren es noch DLC-Packs, DLC-Maps und. All diese Sachen werden im Shop gekauft. All diese Sachen bringen Umsatz. Wir Content Creator streamen das Game, wir machen Videos darüber, wir machen, wenn die Alpha da ist, wir machen Videos, wenn die Trailer rauskommen, wenn die ersten Teaser rauskommen. Wir Content Creator suchen uns ja die kleinsten Dinge, die vielleicht gar nicht interessant sind und versuchen das interessant zu verpacken, wenn man irgendwie genug Infos darüber hat. Natürlich möchte keiner, dass ich mich hier hinsetze und sage, ja, ich habe heute gelesen, die neue Miami Map kommt jetzt, die ist ein bisschen kleiner, Video fertig. Das Video geht 8 Sekunden, das natürlich nicht. Aber wenn viele kleine Dinge zusammenkommen, sind wir Content Creator nun mal immer gerne bereit, dass wir da etwas Schönes draus machen, die Community informieren, selber ein bisschen Gedanken drüber machen, über neueste Sachen informieren und. Das heißt, wir als Content Creator, genauso wie ihr als ganz normale Gamer, das sind wir auch. Ich spiele auch dreimal die Woche oder viermal die Woche im Stream,
Cold War. Es ist aktuell das einzige Game für mich. Es gibt nicht wirklich eine Alternative. Warzone ist für mich unspielbar geworden. Und andere Games, Battlefield 6, GTA 6, all diese Sachen sind einfach nicht da. Aber trotzdem, wir spielen es, wir streamen es. Genauso spielen wir es aber auch ganz normal. Ich spiele auch, wenn der Stream mal nicht an ist. Und ich nehme auch mal irgendwie was auf und schmeiße es weg und spiele dann einfach eine Stunde weiter. Und das macht ihr genauso. Ihr seid die gleichen Gamer wie wir. Wir machen Content, ihr macht den nicht. Es macht aber am Ende keinen Unterschied. Wir sind alle eine Community und wir haben alle ein Ziel. Die Franchise, die wir so lieben, und in dem Fall ist es Call of Duty, dass die besser wird, dass die mal wieder an die glorreichen alten Zeiten anknüpft. Und da geht es auch nicht darum, dass es genauso gut wird wie Black Ops 2. Jeder von euch kann sich von dem Gedanken verabschieden, dass wir nochmal ein COD bekommen, bei dem wir alle diese OG-Feelings haben, wie in BO2, in MW2, in MW3. Das wird nicht mehr passieren. Die Zeit hat sich verändert, diese Erinnerung. Auch im BO2 hat jeder von uns irgendwas gehabt, was ihn genervt hat. Aber wir supporten diese Franchise, weil wir über Jahre mehr oder weniger mit dieser Franchise gewachsen sind. Viele von euch spielen seit BO3, noch mehr spielen von euch seit Black Ops 1, manche spielen seit World at War, seit dem ersten COD. Ich persönlich spiele seit 10 Jahren COD und natürlich kaufe ich mir das neue Game unter normalen Umständen. Ich habe mir auch Modern Warfare gekauft und habe es eine Woche gespielt und habe es dann gelassen. Ich habe es mit Absicht boykottiert, weil ich Modern Warfare für ein absolutes Schmutzgame halte. Ein absolutes Schmutzgame. Das ist aber meine Meinung. Und wenn Leute wie ihr, wenn ihr Spaß daran habt, dann braucht ihr jetzt nicht disliken. Es ist eure Meinung, ihr könnt sie behalten. Ich sage niemandem, dass er ein Idiot ist, weil er es gerne gespielt hat. Ich habe Call of Duty Ghost geliebt. Und wisst ihr, ich fühle mich schon wie so ein Leprakranker irgendwo in Deutschland und keiner will in meine Nähe, weil ich sage, ja, Ghost war ein cooles COD für mich. Mir persönlich hat Spaß gemacht, das ist meine Meinung. Ihr habt andere Meinungen zu anderen Games, vollkommen in Ordnung. Am Ende tun wir aber alle dasselbe. Wir geben das Geld am Anfang des Games aus. Wir geben das Geld während des Games aus. Wir machen Videos darüber, wir sprechen mit Kumpels darüber. Wir kaufen uns T-Shirts von Call of Duty. Wir kaufen uns Franchise-Artikel, Merchandise-Artikel und. Das heißt, wir geben das ganze Jahr eigentlich für die Games Geld aus. Im Shop für neue Waffenbundles, für Tracer Packs. Wer von euch hat jetzt bei diesem Drachenkrieg 6, was weiß ich, was das ist, dieser 24 oder 20 Euro Bündel, nicht mindestens 2 Minuten überlegt, ob er sich das kauft, weil es absolut geil aussieht? Ich habe eine halbe Stunde im Stream mit dem Stream darüber und mit dem Chat diskutiert, ob ich es mir kaufe oder nicht. Und ich habe es nicht getan. Ich kann mich hier nicht hinsetzen und über die Themen bei Activision, Treyarch, Raven Software, Infinity Ward und wie sie heißen sprechen, das kritisieren, das gesamte Finanzierungsmodell kritisieren und dann im Stream zur Unterhaltung die Sachen kaufen. Ich kann auch kein Video darüber machen und für 100 Euro den Battle Pass freikaufen, um euch dann zu erzählen, dass das eigentlich gar nicht gut ist, aber ich mach's ja nur fürs Video. Das ist blöd. Trotzdem unterstützen wir Activision mit all diesen Handlungen. Wir unterstützen Activision schon damit, wenn wir das Game spielen. Und jetzt gibt es einige von euch, die sagen, ich hab's mir gar nicht gekauft, ich hab's geshared. Haha. Jede Sekunde Spielzeit, die ihr in dem Game verbringt, im Zombie-Modus, im Cold War Multiplayer, im Warzone-Modus, völlig egal wo, unterstützt die Entwickler, es wird aufgezeichnet, sie können sehen, wie viel Spielzeit hat die Community, wie viel Spielzeit hat dieses Game gehabt, wie viele Käufe haben wir, wie viele Ingame-Käufe, all das wird getrackt. Aber zurück zum Thema. Wir geben das ganze Jahr über zum Beispiel für Call of Duty Geld aus. Und indem wir dieses ganze thematische Franchise unterstützen, unterstützen wir natürlich auch die Entscheidung, die Activision trifft im Hinterstübchen. Normalerweise, und das ist glaube ich das, was diese Leute sagen, müsste man, und das ist jetzt sehr konjunktiv, denn wir können nicht alle COD-Spieler erreichen. Ich schwöre es euch Leute, 95% aller Call of Duty Spieler, gerade die Casuals, gucken kein Schepperfeuer auf YouTube, die gucken kein Haptic auf YouTube, die gucken keinen John Rage auf YouTube, die wissen nicht mal, was Activision ist. Das sind, und das klingt immer so, Familienväter, bin ich auch mit 30, aber es sind Leute, die bei Activision gar nichts mit am Hut haben. Die sitzen einfach ein, zweimal die Woche, zocken ein, zwei Stunden, spielen ihre Runden TDM, weil sie es witzig finden, weil sie immer schon Spaß dran hatten. Die interessiert es nicht, ob Skill-Based Matchmaking gibt. Die wissen gar nicht, was Skill-Based Matchmaking ist. Und diese Spieler, diese Community in der Community ist viel, viel größer als wir. Wir, die Content gucken, die Content machen, die immer auf dem aktuellsten Stand sind, die in der Sekunde, wo das neue Update kommt, die nächste Waffe freischalten, die
bei Charlie Intel zusammen gucken, die Exclusive Ace gucken, die Drifter gucken. Wir sind eine Minderheit, Leute. Diese Leute werden, egal was ihr macht und egal wie sehr wir uns aufregen, nicht davon beeinflusst von dem Kaufverhalten, was sie haben. Und diese Leute sind der Grund, warum Activision seit Jahren jedes Jahr mehrere hundert Millionen Dollar Gewinn macht. Im Jahr 2020 hat Activision 2 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Das ist nach Steuer. Das heißt, da sind die Steuerabzüge schon ab. Vor Steuer waren es 8 Milliarden Dollar. Activision Blizzard ist ein Spieleentwickler, der so viel Geld hat, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und glaubt mir, Leute, wenn wir 5% uns zusammentun würden, so ganz solidarisch und sagen würden, nein, nein, wir kaufen es dieses Jahr nicht, wir lassen es. Es würde nichts ändern. Es würde rein gar nichts ändern. Die Zuschauerzahlen von Cold War oder von Cold War vom Multiplayer sind im Keller. Die von Warzone sind im Keller. Meint ihr, das interessiert bei Activision niemanden? Solange Skill-Based Matchmaking in der jetzigen Form die Low Brackets beschützt, diese Riesenmasse von Spielern, werden wir nicht dazu kommen, dass wir eine Änderung sehen, egal was wir tun. Was ihr aber machen könnt, und auch wenn es nur ein kleiner Funken ist, ein Funke reicht um das Feuer, Schepper, Feuer, abonnieren, wenn ihr nur einen Funken habt und ein Feuer auslösen wollt, kauft euch die Games ganz normal, wenn ihr sie spielen wollt, gerade wir Content Creator müssen die Games ja kaufen, aber kauft nichts im Shop, kauft diesen Battle Pass nicht voll, das sind alles Ausgaben, die könnt ihr euch sparen. Den Battle Pass kriegt ihr auch so. Ihr könnt den auch frei leveln ganz normal. Kauft euch nicht diese Bundles zwischendurch. In diese Bundles wird eine halbe Sekunde Arbeit gesteckt und die verkaufen Hunderttausende von diesen Drachenkrieg, Sechstarnung, Waffen, Package, wie auch immer sie heißen, jede Woche. Wisst ihr, wie viel Milliarden Umsatz sie eigentlich nur mit den Ingame-Sachen machen, nicht mal mit den Games an sich? Das wäre der Punkt, wo wir als Community ansetzen können. Jeder muss aber am Ende für sich entscheiden, ob das für ihn Alternative ist oder nicht. Das heißt, um das kurz zusammenzufassen, wir als Community sind natürlich nicht schuld daran, dass die Games schlecht sind. Wenn da super viele Trailer kommen und super viel versprochen wird und ich kaufe das Spiel und dann kann ich die Alpha spielen und die Alpha ist auch noch in Ordnung und die Beta, wenn sie kommt, auch, dann kann ich doch nichts dafür, wenn das Game dann schlecht wird, wenn es wie in Cold War ist, wo kein Content mehr nachkommt, wo ganz, ganz viele Probleme entstehen. Die entstehen ja nicht immer vom ersten Tag, sondern die entwickeln sich ja. Und ein guter Spielerentwickler und ein guter Publisher kümmert sich darum, dass die Probleme behoben werden. Activision sitzt es einfach aus und wartet darauf, dass das nächste COD kommt. Der gemeinte COD-Spieler ist nämlich leider dumm. Das sind wir alle. Wir vergessen schnell. Sobald da irgendwas Cooles rauskommt, laut ihr, denkt mal drüber nach. Kennt ihr jemanden, der jetzt gerade diesen neuen Shadowhunter gekauft hat, obwohl es da so viel Skandal und Ärger drum gab? Ich kenne auch ganz viele, wo ich mir denke, nein, das ist nicht dein Ernst. Das heißt, um das wirklich abzuschließen, wir können uns zusammensetzen, wir können mit Fackeln durch die Welt laufen, wir können es machen wie die Leute in Kassel, diese Corona-Leugner, und sagen, ich lasse mir meine Freiheit nicht nehmen. Kann man machen, ist aber dumm. Ich bin raus, haut rein.